Tommy Pedroni verrät, so viel gibt es im Reality-TV. Wie viel verdient eigentlich ein Reality-Star? Tommy Pedroni war mit seiner Teilnahme an Ex on the Beach 2021 bekannt geworden. Dort hatte er auch seine spätere Freundin Sandra Sikora, 30, kennengelernt. Bevor die beiden offiziell ein Paar wurden, versuchte Tommy sein Glück noch bei Are You the One, Reality Stars in Love. Mit seiner Liebsten nahm er später bei Kugler Challenge und Temptation Island VIP teil. Promi Flash verriet er, wie viel Gage er dafür bekam. Im Gespräch mit Promi Flash plauderte der Franzose ganz offen über den finanziellen Anreiz einer Reality-Show-Teilnahme. Dabei gebe es eindeutige Unterschiede. Kommt drauf an, welche Show und wie bekannt du bist, erklärte der 27-Jährige. Außerdem richte sich der Verdienst auch danach, wie unterhaltsam derjenige sei. Da er selber sehr lebhaft sei, war die Gage für sein letztes Format offenbar gut. Temptation ist so zwischen 15.000 und 30.000, enthüllte Tommy. Außerdem gab der Blondschopf preis, wofür er sein Geld eigentlich so ausgibt. Ich bin jemand, ich gebe kaum Geld aus, meinte er erst. Der einstige Profi-Schwimmer investiere lieber sinnvoll. Ich habe ein Apartment gekauft. Weil wie gesagt, ich mache viel mit Immobilien mit meiner Familie, erzählte er.